Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum weiteren Patch 9.1 PTR Raid-Test im neuen Raid Sanctum der Herrschaft. Heute schauen wir uns den vierten Boss laut Dungeon Journal im Raid an, und zwar nennt er sich Überrest von Ner'zhul. Auf dem Schwierigkeitsgrad heroisch sind wir hier unterwegs und zu Beginn machen wir einfach mal wieder Blattlast hier, versuchen einfach so viel Damage wie möglich reinzublasten. Ob das jetzt die beste Taktik ist, sei mal dahingestellt, aber es ist eh nur ein grober Guide, beziehungsweise damit ihr grob den Boss versteht. Ja, jetzt ist hier eine Kugel der Qual gespawnt. Über den gesamten Kampf hinweg spawnen immer wieder diese Kugeln der Qualen. Man kann sie nicht wirklich töten, denn ab 1% HP oder ab 1 HP erreichen sie 0 Schaden, und dann kann man sie aber rechtsklicken und dann muss man an die Kante vom Raum hier halt gehen oder von der Plattform, und dort bekommt man dann einen extra Action Button in der Mitte des Bildschirms unten, und dann kann man die Kugel quasi runterwerfen und dann ist sie weg. Ja, ansonsten kommen hier auch noch diese Bomben, und diese Bomben sind quasi das Schlimmste bei diesem Boss, denn diese Bomben müssen dispelled werden. Was wir jetzt hier machen ist, wir stellen uns zusammen und dann wurde hier Massenbannung reingemacht, Massendispel vom Priester, und dadurch haben wir es quasi geschafft, dass wir nicht einen doppelten Knockback bekommen, denn wenn man diese Bomben dispellt, also wegmacht, entflucht, was auch immer, dann bekommt ihr einen Rückstoßeffekt. Und ja, also entweder im Spiel ist es so, dass ihr diese Bomben an unterschiedlichen Zeitpunkten dispellt oder halt nicht. Ansonsten kommt jetzt hier Light, und zwar macht der Boss Light ab und zu mal auf den Tank. Und dann muss der Tank dafür sorgen, dass er quasi damit diese Kugeln abschießt, oder dass zwischen dem Boss und dem Tank die Kugeln sind, der halt Light bekommt. Und wenn man das richtig gespielt hat als Tank, dann bekommt man diese Kugeln der Qualen 300% mehr Schaden, und ihr habt es gesehen, ich bin auf die Kugel der Qual gegangen, die 300% mehr Schaden bekommen hat, und dadurch habe ich so viel DPS gedrückt, und jetzt habe ich sogar noch eine Kugel genommen und schmeiße jetzt einfach da runter. Wenn man diese Kugeln aber trägt, bekommt man auch einen Orb-Debuff, wodurch man dann Schaden erleidet, umso länger man sie trägt, und natürlich wird man dadurch auch geslotet. Bekomme ich wieder hier eine Bombe, und wir haben es halt einfach so in diesen Raid hier geregelt, dass wir uns immer zusammenstellen, und dann kommt eine Massenbannung vom Priester rein, und wie gesagt, dadurch verhindern wir quasi, dass wir nur einen Rückstoßeffekt bekommen statt zwei. Es ist aber vermutlich besser, dass man es einfach an unterschiedlichen Zeitpunkten dispellt. Man sollte aber immer dann zusehen, dass alle anderen Spieler möglichst in der Mitte des Raums stehen, damit man nicht von der Plattform runtergekickt wird. Denn das wird hier wohl das Hauptproblem sein, dass die Leute die ganze Zeit von der Plattform runterfallen, weil die Bomben halt entweder zu schnell dispellt werden hintereinander oder die Leute nicht in der Mitte stehen. Und wie gesagt, am besten habt ihr dann einen Raidleiter, der das ansagt, erst die Bombe dispellen, dann die nächste Bombe dispellen und halt auch warten, bis die Leute alle wieder in der Mitte sind, damit keiner runtergekickt wird. Und wenn man diese Bomben auch dispellt, da lässt man übrigens auch eine schwarze Fläche. Und wie gesagt, möglichst immer außen mit den Bomben hin. Und ihr solltet auch immer euch so hinstellen, wenn ihr die Bombe selber habt, dass ihr quasi mit dem Rücken zum Boss-Mitte-Raum schaut, ja? Weil wenn ihr euch umdreht und quasi zum Boss schaut und noch weiter Damage machen wollt, dann werdet ihr einfach runtergekickt, weil ihr werdet quasi immer rückwärts zurückgestoßen. Und deswegen ist es wichtig, dass alle möglichst, auch alle anderen einfach, auch wenn man nicht die Bombe hat, einfach immer so hinter den Bombentypen steht, damit man weiß, okay, jetzt werde ich gleich zurückgestoßen nach hinten, vorausgesetzt, ihr guckt halt immer die Bomben an. Ja, ansonsten ist eigentlich auch schon der Kampf, Kugel der Qual, immer möglichst so schnell wie möglich fokussen, als Tank immer snipen mit diesem Lightcast, damit diese Kugeln der Qualen 300% mehr Schaden erleiden. Wenn die dann ein HP haben, einfach Rechtsklick drauf und möglichst runterbringen, am besten machen es so gute Klassen, die schnell sind, vielleicht auch ein Schurke mit Mantel der Schatten oder vielleicht ein Todesritter geht auch. Generell würde ich sagen, das sollten wir vermutlich eher Melees machen, weil die stehen ja da in der Mitte bei den Kugeln. Aber vielleicht können es auch Mages übernehmen, keine Ahnung. Und man sollte als Mage definitiv, wenn man Feuermagier spielt, auf die Kugeln auch switchen, die 300% mehr Schaden erleiden. Und dann schön die Combustion da reinhauen und dann schön mit Phoenixflammen das hohe Ignite, weil man ja 300% mehr Schaden macht, stackt man ja ein höheres Ignite, und dann kann man quasi das höhere Ignite schön, wenn es vorausgesetzt der Boss steht auch in der Nähe der Kugel, und wenn ihr Glück habt, steht auch noch die andere Kugel direkt daneben, dann verbreitet ihr quasi das hohe Ignite auf den Boss und auf die Kugel, und dann explodiert eure DPS bei diesem Boss. Ja, ansonsten soll es das auch schon gewesen sein von diesem Bosskampf. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das gerne noch liken, wenn nicht, dann nicht. Ansonsten würde ich sagen, bedankt fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.